ich glaube, der Hauptkampf momentan ist Spiritualität versus Materialismus. Der Kampf findet statt in unserer Brust, aber auch in der Gesellschaft. Und je stärker der Materialismus siegt, das ist ein Siegeszug seit 200, 300 Jahren, je stärker der siegt, umso größer wird die Angst. Und Materialismus ist aber nur eine Weltanschauung, meiner Meinung nach eine falsche Weltanschauung. Es ist nur eine Weltanschauung, es gibt noch viele, viele andere Weltanschauungen. Und deswegen die Quintessenz des Menschen zurück zum Spirituellen, zu dem wahren Wesenskern, das wäre die Lösung. Genau, und die Menschen sind also permanent im Prinzip täuschenden Signalen ausgesetzt. Ja, und haben dieses Unterscheidungsvermögen in sich nicht. Oft auch zu wenig Selbstachtung und zu wenig Kraft, um an die Impulse sich zu binden, die aus ihnen herauskommen. Die denken, diese Impulse, die müssen dasjenige sein, was hier verkehrt ist, nicht? Ich bin verkehrt und nicht die Welt um mich herum ist verkehrt. Anstelle ihren Impulsen zu vertrauen und sagen, nee, meine Impulse sind ganz richtig. Und wenn ich das nicht essen will zum Beispiel oder wenn ich da nicht hingehen will oder wenn ich mich nicht gefährdet fühle jetzt von diesem Virus, dann wird das schon seinen Grund haben. Ne? Ja? Ich kann mir schon vertrauen, auch wenn ich mal Fehler mache oder wenn es mal irgendwie schief läuft. Aber im Grundsätzlichen, sich selber zu vertrauen, dass mein Gefühl mich leiten kann. Treibt eine Gesellschaft unsere frühen Traumata noch weiter voran oder braucht das auch, dass wir uns minderwertig fühlen, braucht das unser Wirtschaftssystem, sondern dass wir das wirklich ausleuchten und erkennen, welche Gewalttätigkeit da drin steckt oder auch früher gesteckt hat. Und wenn wir das sehen, dann fällt sie weg, dann fällt sie einfach weg. Und dann erkennen wir die Gewalt als solche. Und wir können uns dann auch, jetzt gerade wenn das in der Kindheit passiert ist, können wir uns dann auch wie erbarmen über, oder traurig werden über die eigene Geschichte, dass man so leiden musste oder sich so schlecht gefühlt hat in dieser Minderwertigkeit. Und über diesen Trauerprozess können wir in ganz neue Räume eintreten. Wir schauen heute voller Angst mit Blick auf die Gegenwart in eine Zukunft, die wir uns alternativ dazu selber getrauen, mit technischen Mitteln wissenschaftlich und politisch organisiert aufzubauen. Ich halte das für eine Chimäre. Viel wichtiger wäre, statt dass wir die Menschen abschaffen, indem wir sie dauernd technologisch durch Computer verbessern wollen, als Ersatzmaschinen in einem maschinellen Getriebe, den Einzelnen wahrzunehmen in seiner Individualität, in seiner unvertauschbaren Kostbarkeit, seiner absoluten Werthaftigkeit, in seiner Liebenswürdigkeit, dann ist er unersetzbar. Dann hat man überhaupt kein Recht, ihn zu verbessern. Dann kann man in Respekt und Dankbarkeit und Ehrfurcht ihm begegnen und ihm das Gefühl geben, was er wirklich wert ist in einem Raum, in dem er sich gemeint, gedacht, gemocht empfinden kann. Das vermag nur die Liebe. Und sie hat eine Transzendenz, indem sie sich festmacht im Diesseits, aber in der Person des Anderen, in seiner Seele, die Fenster öffnet zum Blick in die Ewigkeit, ins Unendliche. Das ist eine Transzendenz, die hier beginnt im Inneren, indem sie etwas so absolut wichtig, wertvoll, kostbar findet, dass das Absolute da hineinscheint. Und nur so kann man es finden.